Dark Fortress? Oder nee, was meinst du? Da war ein Produktionsding für Flieger und du hast es mit deiner Atombombe erwischt und auch mein Geschützturm, der es beschossen hat. Oh. Alles gut. Sorry. Es war ein Tier-Wort-Geschützturm, so what? Ach so, du baust deinen Brückenkopf rauf. Das ist, yeah. Sorry, das ist mir gerade völlig entgangen. Alles gut. So. Du kannst es ja nicht wissen oder nicht alles wissen. Ja, nicht alles wissen. Das ist so theoretisch gesehen durchaus richtig. Ja. Sind schon wieder die zwei da. Siehst du die? Ja, ich hatte befürchtet, dass sie. Jetzt sind sie schon wieder gestorben. Ja, weil diese blöden Sniper-Bots aus irgendeinem Grund vorgehen, irgendwas beschießen und dann vergessen, dass sie halt nicht zurücklaufen sollten und patrouillieren. Ja, und dann werden aber die Scharfschützen-Bots von irgendwas gekillt, was offensichtlich eine größere Reichweite hat als sie. Was merkwürdig ist. Definitiv. Ihr solltet vielleicht hier irgendwo mal noch. Ja, also noch einbauen. Theoretisch demnächst irgendwann mal einer vorbeikommen und zumindest Construction Turrets bauen. Eines Tages. Aber der ist im Moment noch dabei, mit dem Brückenkopf zu bauen. Oder was noch geiler wäre, es hat keiner von euch Luftwaffe, ne? Ne. Noch nicht. Könnte man hier oben eins bauen. Ja? Satt Luftwaffe. Ich habe meine erste Flugbotte dieser Bumser gebaut. Hast du einen Flug Konstruktionsbot? Ja, ja, zwei Stück. Na, dann bau doch hier oben auf den Vulkanradar. Ich habe leider nur die Tier Monster. Da ist kein. Da ist kein Konstruktionspunkt da oben drauf. Oh, schade. Das wäre super. Ja. Ob man da noch so ein Tarnding, aber. Es ist die Möglichkeit, Radar drauf zu bauen. Echt? Ich konnte ja nicht. Okay, dann beschwere ich mich nicht. Das kleine Dings. Das kleine Radärchen. Das passt auf jeden Fall da ganz oben drauf. Auf die Spitze. Gut. So. Das ist sehr schön. Ja, dann machen wir das doch, glaube ich. Ja, du brauchst wahrscheinlich noch den Jammer, sonst ist es nicht lange tot. Der Jammer wird direkt danach hoffentlich gebaut. Hoffe ich. Der Vorteil, wenn ich jetzt so zugucke, ist, ich kann mich mal in Ruhe mit den ersten Belegungen beschäftigen. Ja, das stimmt. Die Konstruktionseinheit ist noch nicht gebaut, die das gleich bauen wird, also von daher. Und die Toneinstellung. Ich hätte gerne, eigentlich hätte ich gerne mehr so eine Art hohen Saturation-Regler, dass ich sagen kann, okay, wenn es mehr als so und so viele Geräusche sind, dann mach's leise. Wenn es nur eins ist, ist es mir egal. Was? Eine intelligente Tonsteuerung? Und das bei ja, sowas wie RTS. Es gibt Spiele, wo das so ist. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Simple Team Colors. So, Dalle. Jetzt wird's langsam spannend. Oh, das ist ja nett. Wie schön, dass mein Tier 1 Rückenkopf mit Tier 1 Einheiten angreift. Einzelne Tier 1 Einheiten. I like that. Okay, ich hätte vielleicht vorwissen sollen, dass es Autogroup gibt. Autogroup? Wenn du. Wenn du eine Gruppe, du kannst quasi mit Alt, also mit Kontrollzahl, kannst du ja Gruppen zuweisen. Ja. Und wenn du das Alt machst und dabei eine Fabrik hast, dann sind alle Einheiten, die von der Fabrik gebaut werden, in der Gruppe. Ja, Standard. Ja. Wie in jedem anderen guten RTS auch. Entschuldigung, das letzte gute RTS, das ich gespielt habe, das war Earth 2140 und 2150. Da gab es in anderen, es gibt auch andere ATS, da ist das kein Unterschied. Da kannst du quasi, wenn du die Fabrik nimmst und dann Control 1 drückst, sind die trotzdem alle in der Autogroup. Also. Guard. Das da. Du Fabrik, repeat. Das da. Radar wird gebaut. Vulkanradar. Sehr schön. Ah,
Sets new fabrics to auto repeat. An. Ja, yeah, quasi. Ich habe da eben gerade mal, also das, die Einstellung, die ich vorher hatte, wiederhergestellt, von wegen baut hier drei Einheiten auf Auto Repeat. So. Jetzt geht mal hin und baut mal. Ich gehe jetzt hier noch ein Schrittchen vor. Und dann baut mal einer von euch hier mal eine Wand hin. Also im Sinne von jo. Construction Turrets zum Reparieren und Bauen und dann halt Turrets dazu. Also Death Turrets. Otto, willst du, soll ich? Ja, mach du. Ich bleib da jetzt mal, also ich behaupte einfach mal, dass das, was ich da jetzt hier hinstelle, da jetzt mal so für 5 Minuten stehen wird. Jetzt einfach mal den Spaß tun, mal sowas würden wir das jetzt hier ein bisschen stabilisieren. Was? So, du bist der. Da ist die Area. Genau. Otto, für dich? Ja, hier bei der Arbeit. Wenn du. Also deine T1 Constructor. Also sowohl der Bot als auch das der Panzer als auch das Flugzeug. Was für ein Flugzeug? Ach, der ja. Die Heinz Constructor haben die Möglichkeit, sogenannte Construction Turrets zu bauen. Und die helfen halt bei der Konstruktion von allem, was außen rum steht. Und sie reparieren und sie reclaimen alles, was tot ist. Automatisch. Das ist das dritte Ding, was ich baue tatsächlich normalerweise. Genau. Und was du halt machen kannst, ist, wenn du als zum Beispiel hier in den ganzen Schnodder guckst, den ich da gebaut habe. Die Sachen, die vorne stehen, gehen halt in der Theorie nach nicht kaputt, weil sie von hinten repariert werden. Hm. Und das hilft auch bei der Konstruktion, wenn du jetzt sagst, ich möchte hier eine Reihe Turrets haben, quasi hingehen und sagen, Construction Turret, dann den Beam links, den Beam rechts und dann wieder Construction Turret, Beam links, Beam rechts. Es hilft einfach daran, dass es schneller geht und halt auch nicht kaputt geht. Wer schweißt mit Atomraketen außer mir? Okay, dann werfe ich mit mir mehr Atomraketen. Ich habe damit ja kein Problem, anderen Leuten das abzugewöhnen. Wo ist denn meine Antibiotik? Da brauchen wir noch eine. Meine Atomraketen sind noch nicht fertig. Oben. Ich glaube, Keks war gerade Hütchenspiel mit einer Spinne, aber ich bin mir nicht sicher, was das hier pantomimisch darstellen soll. Hütchenspiel mit Spinne klingt auch interessant. Es war eine fette Spinne und sie hat sie gegessen. Der Juggernaut ist ein Kogot, oder? Der Juggernaut ist ein Juggernaut, das Ding heißt er. Ja, ja, aber es ist quasi Kogot. Das kann sein. Naja. Also halt die Experimental, ganz große. Naja, ich bin ganz langsam und ich kann mich nicht bewegen, Einheit. Ja, dann. Energy Brotshot 350. Jo.
die nicht nach vorne bewegen, immer noch? Tatsächlich ist es momentan aufgehoben. Ja, dann. Tatsächlich ist die letzte Barrage gerade durch. Gut, dass du gefragt hast. Ich wollte nur sicher gehen. Dann erweitere ich alles gut. Mal mein Perimeter ein bisschen. Make it so. Ich mag die drei Ballisten, wenn sie gleichzeitig schießen. Ja. Es ist so. Es ist zwar kein Ragnarök, aber es ist schön. Muss ja auch nicht zwangsweise sein. Ja. Ah, guck an, ein Radarbereich. Ja, sowas, ne? Also da läufst du gerade in ziemlich viel Vernichtung rein, weil da flogen gerade Atomraketen, wo du hinläufst. Ich weiß, deswegen sichere ich jetzt den Bereich dafür, dass dort nicht doch wieder was vernichtet werden muss. You know? Ja, alles gut. Irgendjemand muss ja die arme Gegend davor bewahren, nochmal automatisiert zu werden. Du musst sie befrieden, da gibt es bestimmt Öl. Genau. Das mit dem Linienbefehl wisst ihr, ja. Ja, ja. Befehl? Kannst aber einfach eine Linie ziehen. Dann rennen sie dort und stellen sich auf so. Ja. Da kannst du quasi die Linie jetzt hier so vorziehen und kannst quasi sagen, lauf so. Kenne ich, ich war mir nur nicht sicher, was du mit Linienbefehl meintest. Ja. Weil ich bin mir relativ sicher, bis da ungefähr ist nichts. Ja, da ist wahrscheinlich nichts, aber ich muss ja die Jungs hier noch. Nein, muss ich nicht. Muss was? Ist da oben jetzt noch was? Also. Ja, ich sag's mal so, wir machen jetzt quasi hier klassische Hammer-Amboss-Taktik. Hier steht der Amboss und da kommt der Hammer außenrum. Wir machen jetzt Map-Control, habe verstanden. Wir sind gerade am Gewinnen. Das ist die korrekte Aussage. Sag ich doch, Map-Control. Ja. Und an der Stelle auch, Dex, sorry, dass das so lange gedauert hat, hier das wieder freizuräumen bei dir. Sorry. Ist ja meine Schuld, keine nix. Jetzt geht doch mal aus der scheiß Lava raus, ihr blöden Bots. Radar lost. What? Sie haben ein Radar erschossen auf der einen Seite. Wie konnten sie nur, nachdem sie wussten... Das ist die Lava, die durch die Atomrakete entstanden ist, oder? Ja. Das, wo, ja, du machst ja mit, wenn du mit Atomraketen tiefe Gegenden bombardierst, machst du ja auch neue Seen. Mhm. Und dementsprechend sind das da Seen, in Anführungszeichen, die durch Atomraketen entstanden sind. Ja, aber die Bots sind tatsächlich zu dumm, da nicht durchzulaufen. Richtig, weil sie denken, dass es Wasser ist. Ja. Das hat die KI, das kriegt die KI halt nicht geregelt, zu erkennen, dass das Wasser ist und nicht Lava. Die eigenen Einheiten tut's auch nicht. Wasser, Lava, wo ist da der Unterschied? Heiß, nicht heiß. Mhm. Genau. Ja, der Otto räumt jetzt auf. Das sieht gut aus. Go-Go Power Rangers. Piu, piu, piu. Very much piu, piu, piu. So, ich habe mir mal DPS-Anzeige eingestellt. Das ist lustig. Mhm. Das hat was von Highscore. 3930. Yes. Autsch, das war sehr teuer. 2000 Schaden. Auch jetzt geht doch nicht alle da in diese scheiß Lava rein. Geht doch mal außenrum. Das Problem ist, dass der See, glaube ich, ein bisschen groß ist. Ich habe da ein paar Raketen reingeworfen. Ja, ja, ich merke das. Entschuldigung. Long Range Plasma Cannon. Oh, guck mal. Detected. Da geht ein Bot kaputt. Plasma Cannon. Man kann übrigens auch die Sprache ändern. Also die Stimme. Bumm. Sehr schön. Eine KI weniger.
Der hatte irgendwie keinen Bock mehr. Yay! Autsch! Sehr viel. Boom. Ich stelle mich jetzt auch auf den letzten Push. Warte, hat den anderen Kommandanten gefunden. Ja gut, machen wir das. Halt nicht so. Das hat ja funktioniert. Nicht gut, aber... Ja. Gut. Wollen wir es bei 4 KIs lassen? Wollen wir andere KIs nehmen? Wollen wir weniger andere KIs nehmen? Ich glaube, ich würde es mal die Runde machen wie Dex, wenn auch Dex das unfreiwillig getan hat, aber mal eine Runde zugucken, was Tarit so baut. Okay. Der Drahit wird aber tatsächlich vorher mal kurz AFK gehen, bevor wir nächste Runde spielen. Das war ihm gegönnt. Ich guck mal, welche Spinne gerade Käse gegessen hat. Macht das eine gute war. Dann schmeiße ich einfach mal 2 von den anderen KIs rein und ich bin mal so frei und change die Map. In die Frage. Könnt ihr eigentlich die Karten auch ansehen? Habt ihr Wünsche? Warte mal, Change Map. Ja, aber ich kann die Karten auch ansehen. Weiß ich nicht. Willst du was mit Wasser? Mir ist es vollkommen egal. Warte mal. Kann man denn. Ach ja, kann man sogar Terrain downloaded. Certified. Size. Certified Team? Sind sie, glaube ich, alle. Aber kein Type to Filter. FFA? Nee. Team. So, da ist er wieder. Team ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Gila zum Beispiel. Machen wir das jetzt doch alles anders? Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich nehme auch meine andere Karte zur Abwechslung. Hey, Jenny, weil der Otter eben gerade noch was sagte, von wegen, er will gucken tun. Ja, er will gucken. Die Frage ist, ob er sich da auf... Ich kann ihn Spectator forcen. Das heißt, er ist jetzt Spectator und er spielt quasi nicht mit. Es sei denn, er möchte trotzdem einen Bot haben. Der Punkt ist, der Otter ist gerade nicht hier. Der hört nichts. Das ist natürlich ein Argument. Dann sollten wir vielleicht warten, bis er geschaut hat, welche Spinne da gefressen worden ist. Richtig. Weil der Punkt ist, ich war jetzt gerade mal kurz weg vom PC und ich kam gerade wieder und denke mir, warum sind wir nur zu dritt im Tunnel? Ach so. Der Otter ist komplett raus, I see. Also aus dem. Also in Bar ist er noch da. Ja, ja, in Bar ist er noch drin, aber er ist aus dem Discord raus. Wahrscheinlich hat er sich aus dem Discord verabschiedet, um die Wirbelgeräusche weniger laut zu machen. Was sehr, sehr nett ist. Also. Oder er hat sich gesagt. Ja, ich auch. Wahrscheinlich hätte er sich gedacht, er will dann einfach komplett spectaten oder so, wer weiß. Also auch akustisch. Ja, seine Aussage war ja gerade noch, er will dem Drahit zugucken. Wenn er nur den Stream sieht, sieht er den Drahit nicht. Also, das ist das Problem, aber das kann er ja als Spectator schon machen. Mhm. Willst du Wasser, Drahit? Warum? Hä? Was? Weiß ich nicht. Willst du eine Karte mit Wasser? Wäre die Frage. Achso, I don't care. Gut. Ich kehre nicht. Ich hatte keinen Kehrtag. Aber die Karte, da sieht doch gut aus. Ja, ist egal. Ja, ist mir auch größer. Ich bin jetzt gerade eher so an dem teamorientierten Punkt und ich möchte niemanden ausschließen. Das ist eine sehr offene Karte, die kannst du halt, da gibt es keine, nicht wirklich Choke Points. Ja, doch. Ja, doch, schon. Das Problem ist dadurch, dass die Bots theoretisch fast überall hochklettern können, gab es auch in der vorherigen Karte relativ wenig Choke Points. Bei mir sind relativ häufig, ein paar Mal, Bots über einfach an den Choke Points vorbeigelaufen. Ich will eigentlich jetzt drauf rummalen, nee, ne?
Nee. Was jetzt eigentlich, hat mir die ganze Zeit eigentlich Simple AIs und du hast jetzt auf die Barbarian gestellt oder hat mir die ganze Zeit schon Barbarians? Das waren zweimal Simple und danach viermal Simple. Okay. Deswegen habe ich jetzt auf zwei Simple Barbarians gestellt. Die Barbarians kannst du ja konfigurieren, ob sie Simple, Medium, Hard oder genau, ich weiß. Just-Szenario sind. Ja gut, also bei der Karte muss man quasi diese ziemlich auf der Hälfte quasi abdichten. Ja. Hm. Ja. Also im Endeffekt musst du also im Generellen ist Bar vom Konzept her ohnehin ein je mehr Raum du kontrollierst, desto eher gewinnst du. Ja. Ja. Wie fast wird das RTS? Jein. Du kannst zum Beispiel, ich sag jetzt mal, gutes altes Command & Conquer auch gewinnen, wenn du dich in eine Ecke verschanzt. Bar eher weniger, meiner Erfahrung nach. Vor allem, weil die KI, egal welche KI, halt wirklich so abartig ist, die klicken halt überall auf der Karte gleichzeitig, ohne dass sie die Maus bewegen müssen, so wie wir Menschen. Was bedeutet, sobald die KI 51% der Ressourcen der Karte hat, kannst du aufhören. Mhm. Und das deswegen war vorhin eben halt in dem Match auch mein Kommentar so von wegen so, wir müssten Druck machen, tun, weil KI kontrolliert zu viel, ich weiß. Aber weil die KI ist halt so fies, für die KI zählen tatsächlich nur die Erzpunkte. Mhm. Und da die KI aber gleichzeitig immer so viel Energiekonverter baut, wie sie Energie hat, rennst du gegen diesen Ressourcenkrieg irgendwann an. Mhm. Die KI spuckt halt einfach schneller Einheiten aus als ein Mensch. Ja. Nachdem der Otter gerade immer noch nicht wieder da ist, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Im Zweifel kann der Otter ich dann danach joinen. Ja, ich sag mal, wenn du ihn jetzt sowieso auf dem Spectator stehen hast, dann sei er eh da. Genau, sehen kann das auf jeden Fall. Genau. Okay, ja. Dex is not ready. Ja, sorry. Schweinerei. Dann wann gibt's denn diese Awards? Keine Ahnung. Hab ich Awards? Nicht drauf geachtet. Ja, in dem Chat, dass du Awards bekommen hast für beste Ökonomie und so ein Kram. Hm. Musst du nochmal lesen gleich.